Normalerweise kriegen unbekannte Opfer keine Antwort. Aber du, du kommst mir doch bekannt vor. Lass mich kurz mal überlegen, ich weiß, du bist der eine davon, RTL 2. War das bei Schau dich schlau? Oder bei Frauentausch? Egal, guter Start ins Game, nicht die beste Promo, aber zum Glück magst du Fame. Gedreht wurde alles bei der VBT Jam in Aurich. Dort sollte der gewinnen, der am meisten Applaus kriegt. Doch während alle spielten live on stage, war schon der Dezibelmesser auf Weekend eingestellt. RTL kam mit Fragen über deinen Erfolgsrap. Auch die Antworten hatten sie vorgeschrieben, voll nett. Ob es auch in der Bravo-Welt zum Hype reicht? Falls ja, High Five. Es wurde ein Skript verfasst, du hast brav mitgemacht und nicht nur wegen Schmächtigkeit sehr gut ins Bild gepasst. Los Weekend, schreib einen Text im Bus und dann bekotzt vom Gig die Backstage. Klos, cool, dass dich als vier Leute endlich kennen. Bei denen stehst du auf dem Papier als deutscher Eminem. Verkauf dich Weekend und halt an deinem Ziel fest. Aber mal ehrlich, was ist denn mit der Realness? Alleine siehst du dich ganz